Ich habe mir gedacht, ich drehe heute einen 24-Stunden-Mama-Vlog. Das heißt, ich würde euch einmal eine Stunde quasi die Kamera in die Hand nehmen und zeigen, was ich gerade mache. Aktuell ist es 6 Uhr und ein bisschen was. Alle Kinder sind wach, ich habe jetzt alle Kinder aufgeweckt. Und alle sind wach, außer der Lara. Also alle haben es geschafft, aufzuwachen. Und jetzt wieder Beef beim Essen. Der hat mich nämlich gerade angemiaut. Hast du mich angemiaut? Ich habe ihm gerade schon ein Wasser gegeben. Und das gebe ich ihm im Futter. Ich glaube, ich nehme das hier. Ist das gut? Keine Ahnung. So, mittlerweile sind alle wach, deswegen werden die Zähne geputzt. Hier lacht Lisa. Lisa. Was steht wer? Du auch? Du brauchst keine Hilfe. Oh oh. Eigentlich bräuchtest du schon Hilfe. Ich habe gestern am Abend schon die Dosen gemacht, die Brotdosen, die Michelle hat sie gerade drauf. Das mache ich in letzter Zeit total gerne, weil dann erspare ich mir eine Menge Stress in der Früh. Und die Michelle, hast du die von der Lara schon genommen? Sehr gut. Pack sie ein, okay? Oje. So, das ist Patrick, das ist Michelle. Muss noch die Lara nochmal an. Lara, bist du wieder eingeschlafen? Hey, du die Batschen runter. Tu sie weg. Komm, weg. Räumen, Olivia. Komm, ich mach dein Bett. Hallo. Komm, steh gut auf. Ich will ganz viele Puppen kurz wegräumen, die da am Boden liegen, alle. Ja, was gut bleibt. Lisa, du auch? Lisa auch? Ich hab schon Haare gebürstet. Entschuldigung. Okay. Warte, deine Jause ist am Tisch. Ich hab sie schon gemacht. Ach so. Schau mal, Michael. Aua! Entschuldigung. Aua! Entschuldigung. Tut dir was. Hey. Wow. So, Luisa ist fertig. Ja, wow. Das ist ja lustiger, ne? Ich bin ein kleiner Junge. Hey, lass mein Baby ruhen. Nochmal. Und sagt die ganze Zeit au. Klar, schöne Haare. Aber möchtest du einen Zopf oder geflochtene haben? Geflochtene. Tschüss, Patrick.
Tschüss. Tschüss. Let's go. Mama. So. Boah. War es kalt? Nein. Es ist neblig. Aber auch ein bisschen frisch. Ja. So. So, wieder zu Hause angekommen. Will ich ja wie raus? Ja, will du raus? Ja, gehen wir gleich. Ich werde nur schnell meine Tyrex nehmen. Mein Schilddrüsenhormon. Präparat. Ich habe aktuell nämlich 50 Mikrogramm und ich nehme das jetzt, weil dann kann ich, nachdem ich mit der Sophie Kassi war, ein Kaffee trinken. Ein Auto? Ja. Sehr gut. Zuckerbärchen. Ja. Gehen wir zu Vigassi. Wow. Gehen wir mit dem Wow Gassi. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Es ist aktuell auch schon 8 Uhr. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, falls ihr den sehen könnt. Das muss ich noch wegräumen. Und ich habe jetzt gerade eben gelüftet, weil es ist eine ziemlich hohe Luft, also eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit bei uns. Aktuell ist zwar alles beschlagen, jetzt muss ich richtig lüften, weil man hat es richtig gemerkt, wenn man von draußen reinkommt, dass es so richtig so feucht gefühlt hat. Die Lisa krabbelt hier am Boden herum. Ich habe gestern am Abend schon die Küche aufgeräumt. Normalerweise wisst ihr, mache ich das nicht, dann mache ich das immer am Morgen. Aber gestern war ich sehr vorbildlich. Der Geschirrspüler ist auch schon fertig. Muss natürlich noch ausgeräumt werden und das muss natürlich noch reingefüllt werden, weil das ging sich dann gestern nicht mehr aus. Lisa, Achtung. Achtung, okay. Doch nicht, Achtung. Ja, ich werde auf jeden Fall mal alle Fenster wieder schließen. Was denn? Du magst trinken? Ja. Ah, okay. Du magst mit der Flasche trinken? Mit der? Ja. Ja, Mini essen. Ich mag einen Kuss. Was gibt's besser als den ersten Kaffee am Morgen, oder? Gibt's doch gar nicht besseres. Oh mein Gott, ich freue mich immer so. Das ist meine Motivation zum Aufwachen. Mein Kaffee. Okay, die Kaffeemaschine schaltet sich jetzt auch aus. So. Ja, meine Lieben, und ich werde jetzt den Geschirrspüler ausräumen. Mhm. Lisa, Achtung, weg. Lisa hat sich für ihr Frühstück entschieden. Fruchtzwerge gibt es heute. Die Lisa ist keine großartige Frühstückerin. Also die isst halt gerne so kleine Sachen. Entweder mal ein Quetschi oder eine Banane oder ein Fruchtzwerg. Gell, Lisa? So, und endlich sitze ich ein bisschen, schon 8:30 Uhr, trinke jetzt meinen ersten Schluck von meinem Kaffee und werde ein bisschen was arbeiten. Und die Lisa isst hier ein Fruchtzwerg und ich werde auch ein bisschen was essen. Ich habe ja ein Croissant, das ich mir vorhin gekauft habe, beim Bäcker. Und ja, ich bin
müde, hab viel zu tun. Und ja, werde auf jeden Fall aber meinen Kaffee trinken und dann wird es mir schon besser gehen. Und nicht wundern, bei uns überall sind halt so viele Pakete, weil halt nach und nach die Möbellieferung und die Dekolieferung kommt und wir das natürlich noch nicht unten hinstellen können. Deswegen müssen wir das alles im Haus irgendwie sammeln. Ja, wird spaßig. Aber wird schon, also ich zeige euch dann noch später die Baustelle, wenn ihr möchtet. Es ist echt gut vorangegangen und ich bin echt so froh, wenn wir dann fertig sind. Aber vorerst mal Kaffee trinken, ein bisschen was arbeiten und ich melde mich dann später. Wo sind denn deine Socken? Voll viele fragen mich immer, oh mein Gott, ist der Luisa nicht kalt bei den Füßen? Die Luisa zieht sich die Socken selber aus. Ja, ja, ja. Ja, du musst nicht. Die Luisa ist jetzt müde und will schlafen. Und nicht wundern, hier steht ein Fernseher. Das ist einfach ein Fernseher, der im Keller war. Und jetzt muss er hier stehen, bis die Baustelle fertig ist. Ja, meine Küche schaut so aus. Ich habe mein Croissant nicht gegessen. Ich habe einmal runtergebissen und sonst nur gearbeitet. Aber jetzt lege ich die kleine Dame hier nieder. Und hoffe mal, dass sie ein gutes Schläfchen macht. Meine Titi. Gute Nacht. So, ich konnte mich jetzt erfolgreich davon schleichen. Gelingt mir nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Luisa ist schon ein Kind, das mich braucht beim Schlafen. Da haben mir schon ganz viele Mamas geschrieben, wie ich das denn mache, ob ich Tipps habe. Nee, habe ich keine, weil die Luisa ist wirklich, die entscheidet das willkürlich, ob sie mich weglässt oder nicht weglässt. Kenne ich so gar nicht, also von Patrick kenne ich das, der war auch so. Aber Lara und Michelle waren richtige super Einschlafmäuse. Also die haben hat man sofort also ins Bett gelegt und die haben geschlafen und fertig. Ja, die Luisa ist dann wieder ganz anders. Und ja, wie auch immer sie schläft, ich konnte mich davon machen und ich werde jetzt meinen zweiten Kaffee trinken und ein bisschen was arbeiten. Yay, richtig Jackpot. Es ist jetzt schon 10 Uhr, das heißt, in 1,5 Stunden muss ich schon Lara und Michelle holen. Und ich habe noch gar keine. Mir noch gar keine Gedanken gemacht, was es zum Mittagessen gibt. Das ist immer so Standard. Bei mir geht es nämlich immer so, entweder arbeite ich den Vormittag und koche dann erst, wenn die Kinder kommen. Aber ich muss mir dann trotzdem Gedanken machen, was es denn zum Essen gibt. Ich kann wieder was Leichtes. Nee. Ja. Ich entscheide es danach, wenn die Kinder da sind, was wir kochen. Ich habe eh meine Krups Cook von mir, dann geht das super schnell. Mach mir da jetzt keine Gedanken, ich könnte Spaghetti machen, aber weiß ich nicht. Na. Ja, egal, ich entscheide es dann später, was wir essen. Ich trinke jetzt einfach mal meinen Kaffee und nutze die Zeit, weil danach, wenn sie wieder wach ist, kann ich eh nichts machen. Jetzt nämlich los. Es ist jetzt schon 11.45 Uhr und wir müssen die großen Schwestern holen. Ich ziehe die Luisa noch schnell einen anderen Body an, weil sie hat heute ihr Fruchtzwerg gegessen, wie ihr gesehen habt. Und da hat sie schön herumgefallen. Ich glaube, die Windel werde ich gleich mitwechseln, oder? Was sagst du, Luisa? Was sagst du, Luisa? Sagst du? Meine Mädels habe ich geholt. Die Lara hat jetzt auch ein kleines Nickerchen im Auto gemacht. Und die Michelle ist auch ein bisschen müde, oder? Ja. Ich mache mal auf jeden Fall was zum Essen
Und heute... Hey, schaut mal, was die Luisa hat. Und heute gibt es auf jeden Fall Bad Mom Essen für die Kinder. Sorry, aber ich hatte... Bis zur letzten Sekunde ist mir nicht eingefallen, was ich kochen soll. Deswegen war ich schnell und habe Chicken Nuggets gekauft. Don't hate me, please. Also, ja, macht man doch ab und zu mal, ne? Einfach schnell mal fertige Pommes und fertige Chicken Nuggets kaufen, weil es einfach schneller geht und weil mir jetzt nichts eingefallen ist. Ja, gibt halt auch mal solche Tage, deswegen, jeder Mama kennt das. Fischstäbchen und so oder Chicken Nuggets ist einfach so ein Essen, was super schnell geht. Und ja, wenn mir nichts einfällt, dann ist das so. Egal, wie auch immer, ich werde das auf jeden Fall jetzt zubereiten im Airfryer. I love my Airfryer, ich sag's euch, also den Airfryer und diese Cook for Me, unentbehrlich bei uns zu Hause. Und ja, ich werde mal jetzt kochen. So, meine Lieben, Essen ist angerichtet, Chicken Nuggets zubereitet, Pommes zubereitet und sogar Cevapcici habe ich hier gemacht. Und ja, also müsst mal in die Kommentare schreiben, wie oft gibt's bei euch denn so schnelles, ungesundes Essen. Okay, es ist nicht gesund. Ja, es ist nicht gesund. Hallo-Pferd, es ist nicht gesund. Es ist einfach jetzt einfach was Schnelles gezaubert. Die Kinder haben auch sowas gerne. Deswegen bin ich da jetzt nicht so schlimm. So, meine Lieben, ihr wundert euch bestimmt, wo bist du jetzt? Ich habe einen Zahnarzttermin. Ich habe heute nämlich eine Wurzelbehandlung. Und ja, ich bin zu Hause dann so schnell wie möglich weggefahren. Also ich habe auf den Patrick gewartet und der hat mir jetzt quasi die Kleinen abgenommen. Also schaut auf sie, damit ich hierher zum Arzt fahren kann. Und ja, ich bin nicht so gerade begeistert. Wurzelbehandlung ist nicht so gerade mein Favorite Nachmittag Aktivität. Aber ja, was soll ich machen? Gehört dazu. Weil letztens, ich habe mir nämlich alle meine alten Amalgam-Plomben austauschen lassen. Ich wollte unbedingt, dass das ganze alte weg haben. Und da hat sie halt unter einer Plombe, ja, gefunden, dass dieser eine Zahn nicht mehr so gut ausschaut. Und deswegen wurde ja letztens schon Wurzel behandelt, also ich habe schon Medikamente und so alles da drin und heute, zwei Wochen später, wird das Ganze nochmal aufgemacht und reingeguckt und ja, wünscht mir Glück, ich melde mich nachher dann. So, meine Lieben, ich habe es geschafft, ich rede ein bisschen komisch, aber ich habe nur eine Spritze bekommen auf der rechten Seite, also ich habe jetzt zwei Wurzelbehandlungen gehabt, das hat mich schon ein bisschen überrascht, ich wusste nicht, dass ich zwei haben werde, aber naja, ist halt so. Und habe ich hier einen gehabt und hier. Ja, schön. Aber es geht. Ich habe nicht so eine krasse Spritze bekommen. Ich kann sogar fast normal reden. Ja, jetzt war ich nach Hause. Und bis dann. Hey, meine Lieben, ich bin schon wieder zu Hause und bin mit den Mädels jetzt in den Wald gegangen. Ein bisschen mit dem Fahrrad fahren. Es ist so ein schönes Wetter. Es war sehr lange nicht mehr so schön, oder? Es war immer so neblig und verregnet. Ja, wir gehen weiter. Die Sophie ist auch mit uns. Läuft hier im Wald herum. Gehen wir bitte weiter? Ja, wir gehen weiter. Lara will weiter, also gehen wir weiter. Komm, ich schön. Okay. Und die Luisa ist hier mit dem Dreirad. Hallo, Babe. Na komm, ich schieb dich an, ha? Haltest du dich fest? Aha. Hey, wartet auf mich, Mädels. Was macht ihr? Ich bin ein Jäger und ich bin ein Polizist. Nein, ich bin ein Dieb und Garten. Aha. Sophie! Sophie! Wo ist die Sophie? Nein! Mama! Hier! Mama! Mama!
Wieder da bleiben, nicht durch dieser Unterkunde. Schau mal, da gibt es Schwammeln. Lisa, schau mal. Wie sieht eure aus? Auch so platt wie der da. Wir haben so einen Spaß hier im Wald, die Kinder sind so lieb, die kuscheln und wir machen Fotos und wir werfen mit Blätter und die Sophie bespaßt uns, weil die Sophie hat irgendwo, glaube ich, ein Leiche, also irgendein Tier, Kadaver oder so, gefunden. Sie hat sich nämlich in dem herumgewälzt, bis nicht mehr gegangen ist, also das war jetzt auf Insta-Story habe ich das gezeigt. Michelle, deine Weste, bitte schön. Take it. Macht nichts. So, wollt ihr noch weiter reinfahren? Ich meine, mit dem Dreirad komme ich nicht so gut weiter, ne? Oder bleibt ihr da und spielen wir hier noch ein bisschen? Ja! Du schaust sehr schön aus, Michelle. Die Sophie schaut auf jeden Fall wie eine kleine Sau aus, wie ein Wildschwein. Nein, wie ein Fuchs. So ein dreckiger Fuchs? Ja, du willst mich mal dreckig. Was ist das, wenn es fertig ist? Au! Okay, Luisa. Ich habe meine Schüler gemacht. Fährt Luisa. So wie die Luisa dich anguckt, Michelle. Hast du Luisa gehört? Michelle, hast du Luisa gehört? Hey meine Lieben, mittlerweile ist ja schon dunkel draußen und ja, wir sind nach dem Waldspaziergang, war mir so kalt, ich war jetzt nämlich kurz unten im Keller beim Papa, der ist nämlich gerade erst gekommen, der war nämlich noch Baumaterialien einkaufen, noch ein bisschen Holz, noch ein bisschen eine Tür, also ein bisschen, ein paar Türen, ja, und die Luisa schläft jetzt und die Lara spielt und die Michelle lernt für ihre Deutschschularbeit, die sie morgen hat, ihre allererste Schularbeit. Ja, der Patrick liest sich gerade den Text durch, den sie geschrieben hat. Ich bin so aus der Puste. Und ja, was wollte ich denn sagen? Der Papa wollte heute kochen, jetzt bin ich mal gespannt, ob er denn heute kocht. Was denn? Nein, mein Gott, da geht's. Was denn, Michelle? Nicht. Hast du schlecht geschrieben? Nein. Okay. Dieses scheint in der Familie zu liegen, das schnippische Antworten, oder? Wie die kleine Schwester oder der große Bruder oder umgekehrt. Patrick sammelt Flaschen. Wie soll ich mir das anschauen? So, meine Lieben, ich bin jetzt fast mit der Luisa eingeschlafen. Der Papa hat währenddessen gekocht, jetzt essen sie den hier zusammen, Reisfleisch und schauen, was schreibt ihr? Donnerstag und Schuppen. Oh, schaut mal, der Papa ist nämlich auch sein kleines Kind. Sie schauen hier Chip und Jam. Ja. Sag mal Hallo zu den Zuschauern. Ich lebe noch. Der Papa ist so fleißig, immer arbeiten und dann noch zu Hause etwas machen. Irgendwelche Baustoffe kaufen. Sorry, die Kamera, also der Akku war leer, ich habe ihn jetzt schnell getauscht. Ich habe Gott sei Dank zwei Akkus. Ja, ich wollte mich jetzt eigentlich nochmal vom Vlog verabschieden. Die Mannschaft ist hier. Wo ist denn der Patrick? Also der ist duschen, okay. Und ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich wollte eigentlich 24-Stunden-Vlog machen, aber was? Ich hab's. Ja, aber natürlich nicht mit dem Schlafen. Vlog ist ja nicht, aber ich wollte wirklich so jede Stunde halt, aber ich habe es, glaube ich, gut geschafft, ne? 12. 14 Stunden Vlog. Naja, nicht richtig. Ein richtig Big Brother. Ja, das wäre doch mal cool, oder? Also, ja. Gut, mein Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.